schaffe ich es, alle Sieger des großen Preises von Bahrain richtig zu erraten. Let's go, Leute. Es gab 17. 2004 war es natürlich Alonso. Der war es schon dreimal. Es war natürlich auch Vettel dann. Und ja, 2007 könnte es dann auch natürlich Hamilton gewesen sein. Da war es dann eher in der unteren Kategorie. 16 war es auf jeden Fall Rosberg und ich merke, das geht viel zu schnell. 2009 war es Chains und Button natürlich. 2008 war es Raikkonen. Raikkonen nicht. Okay. Ferrari. Doch, es muss. Okay, dann war es vielleicht Barrichello. Auch nicht. 2004? Es war doch Alonso 2004, oder? Wer könnte es? Schumacher vielleicht. Schumacher, natürlich. 2007. Vielleicht war es Fisichella, aber nein, warte mal. Wir waren 7 an der Macht. Es war Raikkonen. Da bin ich mir fast sicher. Nicht, okay? Fisichella. Mit 2 S, oder? Fisichella. Auch nicht, okay. Das wird dann doch ein bisschen schwieriger. Wir brauchen Massa. Natürlich Massa. Beide Male war es Massa. Wir haben alle richtig erraten und haben gerade mal ein paar Sekunden gebraucht. Hättet ihr auch alle gewusst, das war glaube ich jetzt nicht so schwierig, bei so neuen Strecken, glaube ich, merkt man sich das eher wie bei den älteren, wie Monaco oder so. Da musst du schon zweimal nachdenken, oder? Schreibt gerne euren Score in die Kommentare, wie schnell wart ihr und kennt ihr noch all diese Fahrer? Macht das plus, wenn das Herz rot.